Salve, meine lieben Fans, wir brauchen jetzt aber noch eine nächste Weite mit einer neuen Folge und auch noch die reguläre Zerreißprobe. So, einmal nach unten. Und unser Vater hat mal wieder alles. Ja. Hat diesmal irgendwas abgeschlossen. Hä? Hey, wo ist denn der? Komm mal, was bist du? Alter Schwede. Und sagen, hier ist mal unsere Mutter auf, oder wer räumt den Shit eigentlich jedes Mal auf? Warte mal, also, kann ich den jetzt mal auf? Schade. Schon mal interessieren, ob da irgendwas versteckt ist. Was ist in den Essen drin die ganze Zeit? Welche Tabletten? Na endlich! Weißt du, wie schwer es ist, geheimnisvoll auszusehen, wenn man in einem scheiß Garten rumsteht? Ist echt nicht einfach. Ich bin froh, dass du da bist. Ist echt hart, der Einzige mit echten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion-Spin-Off-Film zu arbeiten. Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Du kennst es bestimmt. Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Oh, sie sind hier. Der Spike braucht gar nicht erst zu versuchen, sich aus dem Haus zu schleichen. Ich nehme dich da beim Wort. Das wäre nämlich viel zu gefährlich. Das wäre... Redest nicht gern drüber, hä? Schon okay. Kann ich verstehen. Gehen wir zum Polizeirevier und suchen die Beweise. Scheiße. Tina, kommst du hin? Weg. Tina, es tut mir leid. Du musst mich kriegen, um mir Hausarrest zu geben. Wow, die Erwachsenen in dieser Stadt drehen echt voll am Rad. Ich muss nochmal zurück. Okay, und was hat das gebracht? Auf einen Schrott zu bekommen. Kann man jetzt auch in die Häuser rein? Wollen wir es kurz? Ich muss testen, Leute. Alles ist zu. Die Erwachsenen hier drehen hier mit Kurve. Aber komplett. Was? Hoffe, du magst Eier! Ja, Mann! Was für Arschlöcher! Das ist schlimmer als ich dachte, Neuer. Das ist nicht normal! Der Scheiß da vor die Haustür! Du bist das echt mysteriös! Und von Mysterion ist das ein ziemliches Lob! Wollte ich auch was sagen. Hey, da sind sie! Freedom Pals, folgender Plan! Sobald wir im Polizeirevier sind, starten Toolchat und Wunderasche ein Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt, Leute. Wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr spasten hier? Wir gehen hier einer Spur nach, die zur Polizei von South Park führt. Da! Das tun wir auch! Oh nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pals. Verpisst euch! Leute, Leute! Ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Blitzfreak hat recht. Wir sollten das Kriegsbeil fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Mysterion, wie gehen wir vor? Ich schlag ein Ablenkungsmanöver vor. Ein paar von uns locken die Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Gute Idee. Wir klettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Ablenkung und ihr schleicht euch rein. Echt ein merkwürdiger Zufall. Habt ihr wieder unsere Spuren geklaut? Unschuldige Menschen werden verhaftet, Toolchat. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Okay, Kuhn-Freunde, die Leiter hoch. Okay, wir müssen auf die Ablenkung warten. Sieht ihr das mal an? Sollte es nicht einfach andersherum sein? Ja, ich will es auch ansehen. Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir ein paar Nutten bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Okay, komm, Wunderarsch. Die Luft ist rein. Die sind sowas von drauf. Shit, ein Gangmitglied, der hat ein unschuldiges Kind! Alarm! Das Revier wird angegriffen! Nice. Wow, das habe ich nicht erwartet. Kann ich jetzt da rein? Ich brauche Loot. Ey, nein, ich wollte nicht raus. Ich wollte raus, Mann. Ah, shit. Wir müssen uns wohl selbst um die Typen kümmern. Ah, ach du Scheiße. Was macht der mit dem Aufsteller da? Okay, was haben wir denn hier? So, da werden zwei Stück schon mal etwas ausgeschalten. Gucken wir mal ganz kurz da hinten noch irgendwas ist. Ich werde auf kurzem Video unterwegs noch an. Diese Zeitschürze sind heftig!
bisschen heftig. Heißer als die Polizei rennt deiner Drogen mit sich um. Die wollen wir ja nicht kaputt machen. Für dich. Zeit, ein paar Grundrechte. Der Wodka brennt auch rückwärts. Hoffentlich hat mein Taser. Er kurz, er brennt und fällt tot. Wir brauchen Verstärkung! Der wahrscheinlich auch. Oh nein. Scheiße, da ist ein schwarzes Kind! Ich bin Bulle geworden, um zu feiern, nicht um Kinder zu verprügeln. Geht aber auf! Oh, Mann, nur Scheiße, diese Dinger sind gefährlich! Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Nimm mal den hier. Ein Sturm zieht auf! Super! Ich mach nur meinen Job! Hier kommt dein Tod. So, was haben wir denn hier? Oh, du wieso nicht? Angriff aus dem Hinterhalt. Das ist auch einfach nur Kampfsportler. Zielsysteme online. Nehmen wir das hier. Alter, wir können gerade echt weit laufen. Den dupsen wir jetzt so weg. Habe ich mich gerade verlesen oder 300 gestanden? Muss ich mir nochmal einen Aufwand nutzen. Kleine Stadtrennung. Ja. Warte mal, jetzt wird schön mal. Machen auch ein bisschen mehr Schaden. Siehst du das Abzeichen? Keine Ahnung! Scheiße, Strom! So ein Wetter habt ihr noch nie erlebt! Warum geht ihr denn alle bloß auf Kräften Kummerdose? Das war so. Das ist müssen wir noch eine Weile! Hier kommt Mysterio! So, den Ball haben wir jetzt umgekommen. Super Mac, Upgrade bereit! Nimm das! Leider nicht weit genug. Aber easy, der kann easy. Wir könnten aber diesmal noch mehr Geld gebrauchen. Ist hier noch irgendwas, was nützlich wäre? Kann man so ein bisschen weghauen? Das reicht jetzt. Keine Bewegung. Hey, ich verstehe dich. Wirklich? Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben. Ich weiß, es wirkt vielleicht manchmal so, als wären alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Bullen sind Menschen. Wie ihr. Eure Freunde. Eure Familie. Menschen, die hart arbeiten und... Nigga! Tupperdose! Lewinsky, du Spaß, drauf mit dir! Tja! Und schalt den Alarm an! Der Wichser hat auf mich geschossen! Hinterher! Das wird kein Zucker schlecken, aber wir zahlen den Bullen heim. Das aber erstmal. Werden sie büßen. Ja, gut. Was ist hier? Hier waren wir schon mal drinnen, da war ja was. Dann gehen wir doch schon hier rein. Jetzt können wir hier gucken, was in der Schublade ist. Ich will sehen, was in der Schublade ist. Ah, das ist wirklich die Aufgaben erfüllen. Dieser Raum ist so scheiße gruselig. Na, wir müssen da rein. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Ah, das ist ganz easy. Ich furze mich gerade so. Pass auf, wir stellen uns jetzt hier schon hin. Lassen einen ziehen. Und laufen ganz gemütlich die Treppen nach oben. Schalten das hier dann aus. Aber wie wunderbar, schleißt normale Ärsche auf. Siehst du? Easy. Okay, ich weiß jetzt nicht, welche Richtung die richtige wäre. Kommen wir auch oben gerade nicht raus. So, dann nach oben. Was will ich denn da ganz oben? Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Das ist ja wie gesagt nicht so Problem, ich gehe trotzdem mal nach oben.
Vielleicht ist das irgendwie wertvoller Loot. Ich verstehe. So, wir brauchen Chaos in Lakai. Wer ruft nach Chaos? Oh, hi, wie geht's, Neuer? So ein feiner Lakai. Shit. Das ist hier so, das tut mir einfach so leid. Hätte ich nicht einfach auf der Einbruchschale drüber gehen können, wäre das ein bisschen leichter gewesen. So, er haut einfach ohne mich ab. So eine Sau. Haben wir auch wieder ein bisschen was? Okay, ein cooles Rezept von denen bekommen. Oh, was sagt uns das hier? War vielleicht keine gute Idee herzukommen. Ja. Auf jeden Fall nicht. Hey, holt uns raus! Token, Gott sei Dank bist du hier. Alter. Dad, was zum Teufel machst du hier? Oh oh, er schaut mich an. Geh weg! Sag mal, wieso bist du hier? Je. Ich war das nicht. Es war ein anderer furzender Selbstjustizler. Aha. Ich hoffe, ich greife mich jetzt gleich wieder an. Sie wollen die Verbrecher befreien! Runter, auf den Boden! Ich knüppel euch nieder und sperre euch ein! Das ist mein verfassungsmäßiger... Nein. Alter, der hat viel zu viel Leben, da hab ich mir falsch ausgesucht. Hände hoch! Hey, lasst ihn in Ruhe! Ein Sturm zieht auf! So. Was? Fähigkeit ist relativ gut, trifft immer nämlich. Ich noch ein Stückchen, nur ein kleines Stückchen, oh Mann. Aber nein. Kein Wunder, Arsch! Ihr Demonstranten habt das Recht, die Scheißfresse zu halten. Zeig keine Schwäche. Ich prügel deine Meinung aus dir raus. Scheiße. Das wird unschön. Dass so weitergeht. Ja, Scheiße, machen wir so. Warum tut keiner was? Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Jetzt bin ich dran. Wieder ein Heilzauber benutzt, sonst war es. Das geht mir ganz schnell. Ein, ja, ein Heilzauber. Ihr wisst, was ich meine. Super Tornado, Warnung. Feind am Boden. Wir Gesetzeshüter in Aktion sind sicher aufregend für euch. Mysterion, pass auf! Ich registriere stark fluktuierende Vitalwerte. Oh, verdammt! Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Eigentlich will ich schon, aber ich möchte eigentlich ganz gerne die von Mysterion sehen. Ganz ehrlich zu sein. Heilen. So, selber heilen, das wäre wahrscheinlich eher praktisch. Na gut, machen wir den hier wieder Schaden. So, mit einer auslöschen, aber wie gesagt, ich will das mit Mysterion sehen. Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Keine Bewegung! Oh, scheiße! Diese Schurken sind bereit für den Tupper-Mac Mark III. Nein, sind sie nicht. Tupper-Tornado aktiv! Gerechtigkeit wird frisch serviert aus der Tupperdose. So, erzähl immer noch.
ereilt. Ja, an sich ganz cool. Vielleicht hat er auch zwei Fähigkeiten. Einmal wenn er lebt und wenn er tot ist. Du bist verhaftet, Verbrecher! Ich glaube, ich muss die Folge zensieren, aber... Ah, jetzt gerade ist nicht so wichtig. Hä? Okay. Solche Erfahrung kann ich nicht verwenden. Muss ich die Folge ab 18 stellen? Sonst zeig anders. Sie auf den Boden! Achso. Da machen wir gar keine Faxen. Ich habe nicht genug Zeit, den anderen noch ein paar Mal zu schlagen. Leider. Wunderarsch, gib buchstäblich Gas! Neutralisiere! Ups. Nicht mit mir, Freundchen! Oh, damit kann ich die Leute wieder wegfahren. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden! Halt! So, ich muss sie jetzt freilassen. Richtig und richtig. Okay, okay, ich weiß, was ihr denkt, aber glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr. Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So, und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck. Jetzt müsst ihr ausreden. Oh Mann, es bringt ja sowieso nichts. So, lassen wir alle raus. Wie, ihr wollt jetzt auch noch kämpfen, dann gibt's eins aufs Maul. Es ist doch legal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Token, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Doch. Dachte ich mir. Wir haben sie gerettet, dass sie das ins Knie legen. Controller war der. Warum auch immer, da war jetzt die ganze Zeit ein Ladekabel. Der kann nicht leer sein. Gut, da kommen wir auch raus. Was haben wir denn hier Schönes? Also, wir finden jetzt hier noch mal dasselbe Material. Okay, jetzt ist es echt nervig. Ja, lass uns plötzlich mal anschließen, das Ding. Ich glaube, ich muss hier mal wieder die Batterien tauschen. Das wird wohl schon ziemlich ein Eimer. Das ist ja schon wieder 5-6 Jahre alt wahrscheinlich. So, weiter geht's. So, es wurden alle freigelassen. Also gehen wir wieder ein Stückchen weiter nach oben. Die Folge wird wohl ein bisschen... Cool, was war mit Waffen drin? Oh, wie ist das hochgelangt? Die Asservats, komm mal. Braucht das Zeug? Gib es mir. Ich will es haben. Kann ich mir das Geld da mal rausnehmen? Das vermisst das sicherlich keiner, oder? Ach komm, da ist jetzt ruhig raufgegangen, Freund. Salve, dir gefällt mein Video? Dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann. Klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, Joey.